Marius Steinhauser ist da, unsere Nummer 19. Marius, heute eigentlich ein geiles Spiel gemacht, muss man sagen. Gegen die Eulen, 32-29 Endergebnis. Wie warst du zufrieden mit deiner Leistung? Ja, es war eigentlich, wir sind gut reingekommen. Oder ich bin auch gut ins Spiel gekommen, habe gleich zwei Tore gemacht. Und dann haben wir aber ein bisschen in Überzahl auch das schlecht ausgespielt, finde ich. Und haben uns dann auch Halbchancen genommen und haben dann halt verworfen. Da habe ich dann auch, glaube ein oder zwei verworfen. Und das ist dann immer im Nachhinein ein bisschen blöd für die Mannschaft, weil man will ja, sage ich mal, diese Chancen, die man da bekommt, optimal nutzen, um dann aus den Überzahlsituationen das Spiel zu gewinnen. Aber das haben wir nicht gemacht, deswegen war das dann auch in der ersten Halbzeit so knapp beieinander. Und sonst bin ich eigentlich zufrieden mit meiner Leistung, aber ja, du weißt ja, man hat immer was zu mäkeln ein bisschen. Ich könnte jetzt anfangen, aber da wird die Sendezeit nicht für reichen. Ne? Wir bleiben mal einfach beim Spiel. Du bist ja Neuling immer noch in der Mannschaft. Tut das besonders weh, wenn du dann die Chance auch kriegst zu spielen? Und dann machst du die Dinger nicht rein. Also ärgert dich das am meisten? Ja, was heißt man? Musst du ja sagen. Natürlich ärgert man sich über jeden verworfenen Ball, aber man muss das ja schnell abhaken. Und das, da bin ich eigentlich immer ganz gut drin, dass ich dann immer die nächste Chance gleich sehe und weiter Gas gebe und der Mannschaft helfen will. Darum geht es ja. Und ich habe auch meine Tore gemacht und der Mannschaft geholfen. Man muss einfach weiter Gas geben und muss sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Das ist das Wichtigste an so einem Abend, vor allem gegen so einen Gegner. Da geht es nur um die zwei Punkte und die haben wir heute geholt. Hat der Trainer, glaube ich, auch vorhin in der Pressekonferenz noch gesagt, dreckiger Sieg, aber den muss es halt auch mal geben. Du bist ja von den Löwen gekommen zu uns. Den Wechsel schon bereut? Nein, auf keinen Fall. Ich bin mega happy hier und wirklich auch sehr, sehr gut integriert in der Mannschaft und ich verstehe mich mit allen super und dieses Spiel, was wir spielen über außen und schnell nach vorne, das liegt mir ja auch, weil ich sehe da auch meine Stärken drin und das macht einfach Spaß, so ein Spiel dann auch zu spielen, wenn man dann immer so viele Chancen auf außen bekommt und wenn man dann die nutzt, dann hat man immer ein gutes Spiel. Gut, Gott sei Dank hast du das gesagt, sonst hätte ich da nochmal eingehakt. Aber gut, du bist ja sehr aufmerksam. Was hast du an Flensburg schon schätzen gelernt und lieben gelernt? Du bist ja schon ein bisschen da, also kennst dich schon ein bisschen besser aus? Ja, auf jeden Fall. Ich bin mit Jakob und Tino. Mit dem Jakob natürlich, ja, mit dem Heinel. Mit dem Heinel, alles klar. Jakob und Tino bin ich gern unterwegs. Meine Freundin, die macht ja noch eine Fortbildung bis Ende des Jahres, ist aber relativ oft hier und es macht dann auch immer Spaß, mit ihr zusammen dann neue Orte zu erkunden. Und die zwei, Jakob und Tino, die zeigen uns auch immer wieder schöne Ecken und wir haben echt schon viel kennengelernt. Wir waren auch schon auf dem Boot mit den beiden und das ist natürlich auch geil, auf der Flensburger Förde da ein bisschen rumzuschippern. Bist du seefest oder wurde dir schlecht? Nee, ich bin seefest. Ich war auch sogar auf dem Ring. Wahnsinn, ich raste aus. Ja, er war auf dem Ring. Das ist ein Skandal. So, und du weißt ja, hier oben in der nordischen Region wird ja meistens Plattdeutsch gesprochen. Ne? Außer Moin Moin, hast du irgendwas dazugelernt? Ja, schnacken. Okay, das ist natürlich ausbaufähig, aber wir sagen ja auch, was der einen sieht, Ulis, den anderen sieht Nachtigall, ne? Ja, ich muss sagen, da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen Nachhilfe nehmen bei dir. Kannst du machen. Was der Buhr nicht kennt, hat Frede nicht. Kennst du? Nee. Nee? Was das Morgenschützer Bett, Schützer Blocken, Schützer Bies, auch ein großes Schienerie? Das kenne ich sehr gut. Ja, das kennst du, ja? Natürlich. Okay, ich übersetze das nachher nochmal auf jeden Fall. Jetzt seid ihr ja sozusagen im Champions League Sandwich gewesen, in Westbrem knapp verloren, jetzt die Eulen irgendwie dreckig, aber Hauptsache geschlagen. Genau. Jetzt kommt Samstag Paris, da will man sich auch zeigen als junger Spieler, oder? Man will sich immer zeigen und man will ja die Chancen nutzen und das geht ja einfach darum, im Training hart zu arbeiten und mit dem Trainer jeden Tag zu zeigen, dass man bereit ist und da ist. Jetzt kommt ein Gegner, Paris, da freuen wir uns alle drauf, weil das ist ein Star-Ensemble, da wird die Halle voll und eine gute Stimmung und die Fans müssen uns einfach unterstützen und dann ist in so einem Spiel auch alles möglich, weil wir sind SG Flensburg-Handewitt, wir sind eine der besten Mannschaften in Europa und wir müssen uns vor keiner Mannschaft verstecken, so sehe ich das eigentlich. Und ich freue mich auf das Duell, Uwe ist Gensheimer, ist ein guter Freund von mir und dann kann man sich da mal messen mit ihm. Ja, sind wir mal gespannt, am Samstag geht's ja los. Ich frage ja immer gerne, ob die Spieler so abergläubisch sind oder so oder irgendwie ein Ritual haben vorm Spiel. Bist du irgendwie so ein abergläubischer Freak? Machst du irgendwas, kämmst du die Haare nach links oder was? Keine Ahnung, soll deine Freundin dir nochmal die Füße lackieren oder so? Hab ich auch Kenny schon mal gefragt, bei ihm war das nicht so. Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich bin da eigentlich ganz klassisch. Ich lasse mir ein Make-up machen und die Wimpern hochstellen. Nein, ich habe da eigentlich nicht. Hättest du den Rest auch gleich mitmachen lassen können, oder? nein, ich habe da eigentlich, ich habe zwar meinen Ablauf am Spieltag, aber das ist jetzt nicht so, dass wenn da irgendwas nicht passt, dass ich mir da jetzt Gedanken mache, das wird jetzt nicht so laufen, wie ich mir das denke. Aber man hat natürlich seine Routine und die will man ja immer dann auch machen und
das macht ja auch Spaß an so einem Spieltag, dann alles so zu machen, wie man... Und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist auf einmal das Geschrei groß, ne? Nee, gar nicht. Also so bin ich nicht. Okay, alles klar. Bist du ein Weggeher, so, also abends Disco oder so? Wenn du dann kannst und wenn du frei hast, natürlich, also jetzt nicht in der Saison, aber bist du so ein Partytyp oder bist du eher so ein Sesselfutzer? Also wenn wir dürfen, dann bin ich auch eher so der Partytyp. Tatsächlich? Ja. So. Hast du es nicht gedacht? Ja, man weiß es ja nicht, du bist ja noch jung, ne? Keine Ahnung, T-Shirt aus, Oberkörper frei und dann Party oder so? Nein, also ich alles in seinem Maß, aber wenn wir mit den Jungs zum Beispiel mal los dürfen und so, das macht ja auch Spaß, wenn man, das ist ja auch Mannschaftsgeist und da lernt man sich auch am besten kennen, aber die Tage, die kannst du an einem Finger abzählen, glaube ich. Von okay. Daher, ja. Müssen wir auf diesen Moment, glaube ich, noch ein bisschen warten. Okay, du hast ja gesagt, du bist mit Jakob ab und zu mal unterwegs. Er wollte mir ja in dem Interview nicht verraten, wo er immer so ist. Vielleicht kannst du mir das sagen, wo er sich immer so rumtreibt. Das kann ich dir leider nicht verraten. Phono? Was heißt denn Phono? Porno? Phono? Was ist denn Phono? Keine Ahnung, mir werden irgendwelche Dinge hier reingereicht. Phono ist eine Diskothek, aber da war ich noch nicht. Ich habe das vorhin sogar gehört. Da war ich... Phono. Ich bin ja schon 25 von der... Du bist natürlich schon 25. Ich bin 24. Sieht aus, als hättest du gerade Volljährigkeit erreicht. Siehst du mal. Ich hab mich gut gehalten. Naja, gut, das Licht ist hier aber auch schmeichelhaft. Ne? Dasselbe gilt eigentlich auch für mich, muss man sagen. Ja, du bist ja, wie alt? Ich bin ja 26. Ah, okay. Weiß kaum einer, jetzt wird schon wieder das reingehalten. Der Grockkeller, genau, da, oh, im Grockkeller. Leute, im Grockkeller, jetzt mal ganz ehrlich, im Grockkeller habe ich früher mal, ich kann es gerade erzählen, im Grockkeller habe ich früher mal auch hier... Alles gesendet auch? Ja. Egal. Jetzt sag mal ruhig. Im Grockkeller habe ich früher mal, also ich weiß nicht, wenn die das sieht, melde dich doch mal. Also ich habe irgendwie noch ein paar Sachen von dir, egal. Grockkeller warst du auch noch nicht, ne? Nein, das kenne ich nicht, aber ich kann dir nicht verraten, wo Jakob sich rumtreibt. Du weißt, wo er sich rumtreibt, du willst es nur nicht sagen. Ihr wollt alleine sein ohne mich, ne? Verstehe schon. Das war Mario Steinhauser, unsere Nummer 19, mein Lieber. Ich hoffe, dass du Samstag alles reinmachst, was reingeht. Das hoffe ich auch. Ich werde das von oben beobachten. Dankeschön. Und wenn es Not wird, mein Lieber, schreite ich ein, komm zu dir auf die Bank und werde dir die Beine massieren. Das, aber lieber Fußnägel lackieren. Oder so. Lieblingsfarbe? Das kann ich nicht sagen. Ich meine, guck dir unseren Kameramann an, Volker Moschkau. Ich meine, der lebt doch im fremden Körper, jetzt mal ganz im Ernst. Also zumindest was die Füße angeht. Die Füße sind wunderschön. Sind das die Füße von ihr? Ja, das ist halt ranoperiert. Das ist ja wunderschön. Ranoperiert an den Körper. Ich meine, der Körper ist alt, die Füße sind jung, egal. Marius, vielen Dank, mein Lieber. Danke dir. Pass auf dich auf, bleib gesund. Wenn du in die Kabine gehst, jetzt nicht ausrutschen. Danke. Marius Steinhauser, unser Nummer 19, jetzt geht er durchs Bild, Alter, ich raste aus. Ne? 32, jetzt bin ich schon. 32, 29, Dankeschön, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschö.